Wir sehen uns durchaus als Marktführer im Bereich der Lufterhitzer in Deutschland. Und wir sind auch der Meinung, dass der Marktführer technologisch vorangehen sollte. Neue Technologien einzusetzen gehört zur DNA unseres Unternehmens und das machen wir in diesem Fall auch. Das ist ja nicht damit getan, nur den passenden EC-Motor zu finden, sondern man muss entsprechend des Motors die richtige Einströmdüse entwickeln, damit die Luftverteilung auf der Lamelle beim Wärmetauscher auch so ideal ist, dass wir einen idealen Wirkungsgrad erreichen. Denn nur so funktioniert Motor, Einlaufdüse und Wärmetauscher wieder in einem Lufterhitzer. Die gesamte Luftverteilung auf dem Wärmetauscher muss optimiert werden. Und deswegen haben wir auch so ein breites Spektrum an Geräten, damit wir für jeden Leistungsbereich eigentlich das optimale Gerät haben. Und nicht, dass man ein Gerät hat, was 5 kW hat bis 40 kW und eins von 40 bis 80. Da will man uns ja nur vorgaukeln, dass man über Drehzahl Leistung beeinflussen kann. Das ist nicht richtig, sondern es sollte schon das optimierte Gerät sein. Das finden Sie bei uns, da braucht man auch nicht bei vielen anderen Herstellern gucken, weil ja die Vielfalt vorhanden ist. Der ein oder andere auch bei Kampmann sagt, das ist ein mutiger Schritt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist konsequent. Es ist konsequent, hinzugehen und die bestverfügbare Technik in unsere Produkte einzubauen. Je länger ein EC-Ventilator läuft, desto größer ist der Vorteil. Ich glaube, dass wir weiterhin der Marktführer sind und ich glaube, dass wir unsere Position sogar noch ausbauen. Sonst hätte ich die Entscheidung nicht so unterstützt. Ja, das ist ein geiles neues Programm. Ich freue mich unglaublich, dass wir das in die Hand genommen haben und nochmal so aufleben lassen.